Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Impuls. Ich vermute einmal, für viele von Ihnen ist der Psalm 23 wie für mich auch sehr wichtig. Manchmal ist es schon so, dass man ihn so oft gehört oder gesprochen hat, dass er einem ganz selbstverständlich geworden ist. In den letzten Tagen habe ich wieder einmal eine Übertragung des Psalms 23 gelesen. Da habe ich deutlich gespürt, wie viele Gefühle auch dahinter sind und in diesem Psalm. So möchte ich Ihnen diese Übertragung von Huub Oosterhuis einmal vorlesen mit kleinen Pausen. Spüren Sie vielleicht einmal, was das in Ihnen auslöst. Du bist mein Hirte, nichts würde mir fehlen. Führ mich zu blühenden Weiden, lass mich lagern an strömendem Wasser, dass meine Seele zu Atem kommt, dass ich die rechten Pfade wieder gehen kann dir nach. Du, mein Hirte, nichts soll mir fehlen. Muss ich in den Abgrund, die Todesschlucht, dann packt mich Angst. Bist du bei mir, werde ich nicht sterben vor Angst. Du hast den Tisch schon gedeckt. Meine Spötter wissen nicht, was sie sehen, dass meine Füße du wäschst, sie selbst mit Balsam mir einschenkst. Trink nur, sagst du. Nichts wird mir fehlen. Lass es so bleiben, dieses Glück, diese Gnade, all meine Lebenstage, dass ich bis ans Ende meiner Jahre wohnen werde in deinem Haus. Du, mein Hirte, nichts wird mir fehlen. So wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen. Bleiben Sie gesund.